Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Tutorial, quasi Mini-Tutorial von Mavendorf. Ja, nochmal kurz zum Video-Upload, da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Habe ich ja bereits mal gesagt, hier kommt der Titel rein, hier die Beschreibung, hier die Tags, hier die Kategorie. Änderung speichern, öffentlich natürlich, machen wir immer. Ja, und zwar diese kleinen Bilder hier. Wenn ihr die quasi euch in groß anschauen wollt, Rechtsklick, das war blöd, Rechtsklick, Grafikadresse kopieren. Einfügen, bekommen wir so eine URL mit API, dann stimmt es. So, dann sehen wir hier unser Vorschaubild, unser aktuelles, wenn wir dann Refresh drücken, F5. Dann sehen wir dann eben, wenn wieder gerade ein neues. Man sieht jetzt hier minimalen Veränderungen. Seht ihr hier, also jetzt müsste wieder ein neues reingekommen sein. Ja, jetzt hat man es ganz deutlich gesehen. Das heißt, hier sieht man dieses Bild quasi nochmal in groß. Ja. Okay, gut. Ich mache jetzt auch Overlengths Tutorial, weil ich jetzt über 15 Minuten hochladen kann. Hier möchte ich nochmal sagen, danke YouTube. Danke, dass ihr mir das quasi zugetraut habt und möchte ich mich echt nochmal dafür bedanken. Ja, dann möchte ich noch von euch wissen, bitte, wie die Videoqualität ist. Ja. Und sonst sage ich euch auch noch, wo ihr seht, was für ein Codec zum Beispiel habt. Geht einfach auf Upload Details. Klickt dann drauf, dann seht ihr jetzt hier, ich lade meine Sachen immer im AFI-Format hoch. Ja, MPEG 4, Audio Codec MPEG 3, Abmessungen. Ja, MPEG 4, das ist hier im Moment mein DivX Codec, aber den werde ich jetzt mal demnächst wieder durch den Open Source XVED anschauen und weil ich jetzt das gemacht habe, dann kann der ist ja schon schneller mit dem Hochladen, mit dem Konvertieren als mit dem Hochladen. Bei XFIT muss er eigentlich gar nicht mehr konvertieren. Das heißt, so wenn man jetzt in irgend so ein ganz komisches Format hat, dann gibt es auch noch wieder Qualitätsabschläge, weil man einfach ja mit einem quasi, ich sage jetzt nicht falschen, aber halt mit einem nicht so gut geeigneten Codec hochlädt. Okay. Gut, dann sehen wir jetzt hier schon. Wird in kurze freigegeben. Bewertet und ich sag nur, ciao.